Dr. Fischer, kann chronischer Schmerz per se traumatisierend wirken und welche neuen Therapiekonzepte gibt es in dem Bereich? Ich denke, dass traumatische Ereignisse sehr wohl schon bereits vorhandene Schmerzen erheblich beeinflussen können, aber auch in sich die Gefahr bergen, eine eigene Schmerzdynamik zu entwickeln. Und ich würde eher so sagen, es gibt schon sehr viele gute Ansätze im Kontext der Traumatherapie. Und was jetzt passiert, ist, dass man die auch überleitet und überführt in den Bereich chronischer Schmerzen. Also es sind Parallelen zwischen den Prozessen, auch emotional-psychischen Prozessen des traumatischen Ereignisses und denen der Schmerzchronifizierung sichtbar geworden. Von Kollegen auch schon durch Erforschung oder durch Forschung oder auch Studien gezeigt, dass da Zusammenhänge sind. Es ist ein Zusammenfließen von Methoden. Ich würde nicht sagen neu, sondern man entdeckt oder widmet sich mehr diesen Zusammenhängen. Sie erwähnten in einer Session, dass Gedanken um eine mögliche Ursache der Situation auch durchaus konstruktiv genutzt werden können, wenn man sich von der Idee des Schuldkomplexes verabschiedet. Was genau meinten Sie damit? Wir haben, denke ich mal, in unserer Grundstruktur unserer Gesellschaft immer ein Gefühl, es nicht richtig zu machen. Das ist scheinbar Teil unserer Gesellschaft. Irgendwas machen wir falsch. Und das ist auch ein frühes Erziehungsmuster, ein Erziehungsmodell, eine Botschaft. Es ist einfach schon gut, dass du da bist. Die wird in unserer Kultur zu selten vermittelt. Das heißt nicht, soll keine Entschuldigung sein, dass man sich benimmt wie, sondern einfach so ein Grundgefühl, I'm okay, you are okay, da zu sein, ist schon mal der erste wichtige Einstieg. Und nicht dauernd das Gefühl zu haben, dass man als Verursacher Schuld an seinen eigenen Problemen und so weiter, mein Gott, das ist so kompliziert und komplex, da sollte man sehr vorsichtig mit sein, mit Schuldzuweisungen, auch in der eigenen Dynamik. Aber das heißt nicht, dass man sich die Sache nicht angucken kann. Was halten Sie denn von komplementären Therapieansätzen, wie zum Beispiel aus dem Bereich der Achtsamkeitslehre? Halte ich persönlich für eine der absoluten Grundvoraussetzungen, auch in der Eigennutzung. Also der Therapeut sollte selber Achtsamkeitserfahrungen haben, weil wenn er mit seinen eigenen Gedankenfluss nicht kennt, wie soll er dann jemand anderen quasi in die Lage versetzen, sein eigenes Denken zu beobachten. Also wenn ich einen Schmerzpatienten habe und der sich permanent in seinem Gedankenfluss ablenken lässt, zum Beispiel durch Schmerzgedanken, der ist ja nach diesem Gedankengut auch von Kabat-Zinn nie im Jetzt. Der ist immer dort, gestern ging es mir so schlecht. Und dann frage ich, aber jetzt? Wie ist denn gerade jetzt? Und das ist ja eine der Grundfragen der Achtsamkeit. Jetzt. Sie leiten ja in Köln eine Praxis für spezielle Schmerztherapie. Also ein bisschen haben Sie uns ja gerade schon erzählt, was Sie beachten, aber was machen Sie ansonsten anders als andere Praxen? Nicht anders als andere Praxen, das kommt immer auf. Aber der Ansatz ist sicherlich ein zutiefst psychosomatisches Denken, das heißt Körper und Geist in seiner Beachtung nicht zu trennen. Und das zeigt sich ja in der sogenannten integrativen Medizin, in der ja dieses von Ihnen eben angesprochene Body-Mind-Konzept von Professor Kabat-Zinn eine gewisse Rolle spielt, aber auch durch die Methoden, die ich halt anwende, wie Akupunktur, aber in seiner traditionellen Form. Das heißt nicht in der modernen Adaptation als reine Reflextherapie, sondern da zählen ja auch Atmung dazu, da zählt meditative Elemente dazu. Also in der Richtung denke ich mir, das ist so mein Arbeitsschwerpunkt. Und Sie setzen dann Techniken wie Akupunktur, Hypnose dann komplementär ein zu? Nee, also die Techniken, Akupunktur, Sie meinen komplementär zu anderen. Ja, das ist der Begriff integrativ bedeutet. Ich bin auch als schulmedizinisch ausgebildeter Schmerztherapeut. Im Rahmen von chronischen Schmerzen müssen Sie auf allen Ebenen versuchen, das selbstverständlich behandeln wir auch Patienten mit Medikamenten und so weiter, aber dazu.
Es wird ja derzeit auch viel mit Nahrungsstoffen experimentiert. Konnten Sie in der Richtung auch... Was meinen Sie mit Nahrungsstoffen? Also mit Kurkumin zum Beispiel. Ja. Hm. Konnten Sie in dem Bereich schon Erfahrungen sammeln? Ja, aber ich nutze dann die Ursprungssubstanzen. Also ich persönlich glaube, oder das ist meine Vorstellung, ob das richtig ist, weiß nicht, dass wenn wir den Wirkstoff wieder extrahieren aus seinem natürlichen Rahmen, wir zwar eine bestimmte Wirkung erzielen können, aber das Kurkuma an sich hat ja schon eine beschriebene Wirkung, auch wenn sie jetzt keine medizinische, aber sie hat eine Wirkung, die detailliert beschrieben ist. Das heißt, ich arbeite mit Kurkuma, aber da dann natürlich verschiedene Stoffe drin sind, kann man das nicht medizinisch dann auswerten, wie wenn Sie Kurkumin nehmen. Aber ich bin halt Traditionalist. Ich denke mir, die Natur hat sich das überlegt, warum sie den Stoff so das macht. Und denken Sie, dass vielleicht andere Kulturen den Stoff auch besser oder die bestimmte Nahrungsmittel auch besser aufnehmen können, dass das eine genetische Grundlage gibt dafür? Also es gibt definitiv Unterschiede. Man kann auch nicht einfach die Dinge so zwischen den Kontinenten. Ich schätze zum Beispiel auch, dass Kräuterheilkunde, wie sie in unserem westlichen Kulturgut, wie Hildegard von Bingen vertritt, mindestens auf einer Ebene, also es sollte keine romantisierender, asiatischer, verklärender Hintergrund sein. Man muss gucken, aber manche Menschen vertragen dann das eine sehr gut und das andere nicht. Das bleibt trotzdem individuell. Wohin wird sich das Feld der Schmerztherapie in den kommenden Jahren auch hinsichtlich der wahrscheinlich noch wachsenden Aufgaben mit der älteren Bevölkerung etc. noch hinentwickeln? Die Frage müssten Sie der Politik stellen. Ich glaube, jede, der sich einfach nur die Zahlen anguckt, sieht, dass ein hoher Bedarf ist an Kolleginnen und Kollegen, die auch ausgebildet sind, dem chronischen Schmerz und seiner ganzheitlichen Bedeutung, also sowohl seinen psychologischen Ebenen wie auch seinen körperlichen, irgendwie einigermaßen gerecht zu werden. Aber das ist nicht unsere Entscheidung, das muss die Politik wissen. Dr. Fischer, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gern, vielen Dank, Ihnen auch alles Gute.